Heute reden wir wieder über eure Update-Ideen und die erste Update-Idee kommt von Lian Friedrich und er sagt, ich würde es cool finden, wenn es eine Fliesenfirma gibt und die dann Glasscheiben reparieren. Ja, das könnte man einbauen, aber ich glaube nicht, dass das kommt. Das ist doch schon ein sehr spezieller Wunsch. Da finde ich die nächste Idee schon passender von Lukas. Lukas sagt nämlich, so Schnee und Regen wäre auch geil. Ich glaube, lieber Lukas, du warst noch kein Notruf Hamburg-Spieler vor März oder im Winter zumindest. Denn da gab es in Notruf Hamburg schon Schnee. Ja, Regen könnte man tatsächlich einbauen. Das ist ja auch was, was ganz viele Spieler haben. Regen könnte man definitiv einbauen. Aber ich muss sagen, ich finde gut, dass Regen nicht drin ist. Denn wenn Regen im Spiel ist, dann leckt meistens mein PC so mega krass rum. Und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen finde ich das gut, dass kein Regen drin ist. Dann haben wir noch eine Idee von Bapo Aborg Lami Vitamine Fan. Und er schreibt, meine Update-Idee ist Zoll. Und ich glaube, das wünschen wir uns alle, dass es bei der Polizeistation eine Möglichkeit gibt, den Zoll auszuwählen. Dass man dann Zollbeamter ist. Das wäre, glaube ich, schon ganz cool. Man könnte dann so ein bisschen hin und her schauen. Oh, hier kann ich jetzt gerade mal jemanden kontrollieren. Da kann ich jemanden kontrollieren. Vielleicht gibt es so ein Event beim Containerschiff, dass man da hingehen kann, dass man die Container kontrollieren kann und so weiter und so fort. Der Zoll in Notruf Hamburg ist, oder im echten Hamburg ist natürlich auch eine große Sache, dadurch, dass sie diesen fetten Hafen haben. Wo ich sehe gerade, dass der Hofladen ausgeraubt wurde. Lass uns da mal hinfahren. Machen wir schon mal Licht an. Und wir gehen in die nächste Update-Idee rein. Die nächste Update-Idee, die kommt nämlich von Diplom-Ingenieur Roman. Und er schreibt, es wäre so cool, wenn es andere Welten gäbe und ein Flugzeug. Freunde, ihr habt es vielleicht in meinem letzten Update-Ideen-Video gesehen, dass ich über einen Flughafen geredet habe. Und das könnte man tatsächlich einbauen in Notruf Hamburg. Dann haben wir noch eine Idee von Meluva. Und Meluva schreibt, ich würde es auffühlen, wenn bei diesen Feldern beim Hofladen, die eh unnötig sind, ein Bauernhof hinkommt, bei dem man einfach als Farmer Geld verdienen kann. Also den Bauernhof, den haben wir ja schon, da sind wir ja hier gerade drauf, das ist der Hofladen, hier ist dann die Scheune und da gibt es nochmal einen kleinen Hofladen, man könnte nochmal ein extra Gebäude nochmal irgendwie machen. Die Felder haben wir ja auch, man könnte die Cancolite Falls machen, das heißt, dass man da tatsächlich durchfahren kann durch dieses Feld. Man kann das aber auch so machen, dass man nur mit dem Traktor hier durchfahren kann und der Traktor ist dann ein Berufsfahrzeug, gehört dann einfach zum Bauernhof dazu und dann kann der Traktor nur da durchfahren. Das kann man so umsetzen und ja, dann könnte man da so einen kleinen RP-Job reinbauen. Man kann ja einfach so wenig Geld verdienen wie, weiß ich nicht, weil bei der Feuerwehr verdient man auch nicht viel. Dann kann man einfach so wie bei der Feuerwehr das halt machen. So, dann haben wir noch eine Idee von User. User schreibt, dass es Hagel gibt und Hochwasser und Regen. Also Regen habt ihr ja schon meine Meinung gehört, finde ich nicht so cool, weil das so rumleckt bei mir. Hagel kann man einbauen, so ein bisschen so als... Vielleicht auf Private-Servern könnte man dieses ganze Wetterphänomen einbauen. Dann will er noch gerne Hochwasser. Hochwasser könnte man ein Event draus machen, ja. Dass es mal ein Wochenende gibt, wo man eher auf dem Server Hochwasser haben kann. Wir haben hier, glaube ich, jemanden, der irgendwie gestorben ist. Ich rufe auch nochmal den Medic für ihn. So, Notruf, Medic, senden. Und ich habe hier noch eine Schießerei gehört. Hier ist jemand... Noch jemand tot? Wer ist er? Das ist wahrscheinlich ein Crime. Aufschießen aufs Auto. Oh, das war ganz schlecht. Ich habe ja auch meine Sniper. Sniper macht mehr Schaden. Und er ist ins Wasser. Er will offline gehen. Wir holen schon mal den Energy Drink raus. Aber nicht mit mir. Und tot. Komm, Freunde, die nächste Update-Idee kommt vom Leo. Leo Luise schreibt, mein Gerücht ist, dass es bald Motorräder gibt, wo Motorräderhaus gibt, halt als Laden. Ey, das wäre so cool, wenn man auch Motorräder hätte in Notruf Hamburg. Ich bin mir sicher, dass es die ein oder andere Motorradgang auch in Real Life in Hamburg gibt. Da könnte man dann echt cool sowas einbauen, dass es hier auch so Motorräder gibt und so weiter. Und habe ich ja schon ein paar Mal drüber geredet. Ich finde, Motorräder wären cool. Man könnte das als extra Fahrzeug-Game Pass nochmal machen. Dann verdienen die Entwickler auch nochmal ein bisschen mehr Kohle. Also definitiv eine Sache, die man einbauen kann. Und ich glaube, wo alle so ein bisschen von profitieren. Nächste Idee kommt von Samuel Bleisch. Und er schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Er sagt nämlich, mehr E-Autos, zum Beispiel für Polizei, Feuerwehr und so weiter.
Und Lambo schreibt dann, ja, aber auch mehr Cabrio-Fahrzeuge. Also mehr Elektrofahrzeuge und Cabrio-Fahrzeuge definitiv, denn es gibt nur sehr wenige Fahrzeuge für diese Game Pässe. Ich glaube jeweils nur 3 oder maximal 4 und das ist halt schon sehr wenig in meinen Augen, dafür, dass man so viel Geld für diese Game Pässe bezahlt. Wo der hin will, weiß ich auch nicht. Also da könnte man definitiv was einbauen. Das kann man auch gut outsourcen, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich denke nicht, dass Erwin und Felix, die beiden Hauptentwickler von Notruf Hamburg, dass die wirklich die Fahrzeuge modellieren. Und deshalb würde ich schon sagen, okay, da könnte man mal so in die nächsten Updates ein paar mehr Elektrofahrzeuge und Cabrios einbauen, damit sich der Preis halt auch wirklich lohnt. Ich denke mal, dass die Sales der Game Pässe dann auch hochgehen. Also ich persönlich fahre eigentlich nie mit Elektrofahrzeugen und auch nie mit Cabrios, weil es da einfach zu wenig gibt. Wir gehen weiter zu der Lennox und der Lennox schreibt, dass man in Third Person im Auto fahren kann. Das heißt, ich könnte jetzt sie ganz ranzoomen und dann würde ich quasi wie in Real Life auf meinem Fahrersitz sitzen, übers Lenkrad gucken und dann könnte ich da, ich glaube, die wollen gleich abhauen. Das ist der Lami-Fan. Er ist tot. Ups, sorry, Bro. Ja, also, dass man in Third Person sehen kann, wäre echt cool. Ein Third Person Modus wäre, glaube ich, cool, aber da müssten die, glaube ich, ganz viel anpassen. Ich denke mal, bei den Cabrios wäre das was, was möglich ist. Easy peasy möglich bei den Cabrios. Würde nochmal eine Besonderheit für die Cabrios auch geben. Aber so glaube ich, dass das eher nicht kommt. Dann haben wir von Schnooki, dass es den Tesla Cybertruck gibt. Das wäre echt cool. Oh, ich muss mein Auto mal heile machen. Den Cybertruck in Notruf Hamburg, ich weiß ja, in Real Life kann man den nicht in Deutschland fahren, weil er so eckige Kanten hat, ist zumindest ein Grund. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Gründe gibt. Aber in Deutschland ist der Cybertruck verboten. Aber ich weiß, dass ganz viele Roblox-Spieler haben den Cybertruck und haben damit auch immer gut geworben. Und ich glaube auch richtig viele Spiele immer dazu bekommen. Und deswegen würde ich sagen, okay, Cybertruck in Notruf Hamburg könnte man einbauen. Könnte man irgendwie auch nochmal als teures Fahrzeug einbauen, ne? Dass es der irgendwie 800.000 oder so kostet. Oder sogar mehr als 1 Million, dass man da so ein bisschen was Besonderes hat, wisst ihr? Und natürlich als Elektrofahrzeug Game Pass, ne? Also das kann man ja nicht einfach so kaufen, ist ja ein E-Fahrzeug. Das wäre schon eine coole Sache. Dann haben wir nochmal von der Lennox, dass es eine Uber-App gibt und dann ein eigenes Unternehmen gründen kann. Also er möchte irgendwie sein eigenes Taxiunternehmen gründen. Aber wir haben ja schon den Busfahrerjob, da den Taxijob drin. Dann müsste man den da halt rausziehen und dann halt ja die Uber-App gründen. Würde ich aber eigentlich ganz cool finden, wenn man seinen Hauptjob quasi haben kann, Polizist, LKW-Fahrer und so weiter. Und dann kann man noch einen Nebenjob haben. Und das wäre dann, man kann immer, wenn man keine Sterne hat, kann man einfach Taxi fahren. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Dann haben wir noch eine Idee von Herkus. Und Herkus sagt, dass man Blitzer kaputt machen kann. Und da sage ich, ja, Blitzer kaputt hauen mit dem Bat oder so, einfach kaputt schießen, wäre richtig geil. Dass man dafür dann ein paar Sterne kriegt, auf jeden Fall, kann ich voll verstehen. Er sagt aber auch, dass man eine Map-Erweiterung bekommen soll. Eine große Map-Erweiterung wäre echt cool. Oh, er wurde wiederbelebt, aber der ist AFK. Eine Map-Erweiterung wäre echt cool. Und, dass man weniger Autos beim Fahrzeugdealer hat, weil das ist denen ein bisschen zu viel. Er findet, dass das ein bisschen zu viele Autos beim Fahrzeugdealer sind. Da kann ich sagen, ja, das kann wohl so sein, aber man könnte ja das entzehren. Es gibt den normalen Fahrzeugdealer für normale Autos und dann gibt es zum Beispiel noch einen Fahrzeugdealer für Luxusautos und einen Fahrzeugdealer für Supersportwagen und für Quads und andere besondere Fahrzeuge. Und dann hätte man auch mehr ja, Stationen auf der Map, so ein bisschen mehr Leben auf der Map, wisst ihr? Das würde ich, glaube ich, ist ein cooler Workaround dafür. Dann haben wir noch eine Idee von HP Gista und er schreibt, ich wünsche mir, dass man aus dem Knast ausbrechen kann und ich glaube, das wünschen wir uns alle. Da muss man aber noch eine coole Idee finden, denn aktuell verdient Notruf Hamburg damit natürlich sehr viel Geld, dass man sich aus dem Knast freikauft. Und deswegen, ja, muss man da eine coole Idee finden einfach. Dann haben wir noch eine Idee von Blacklight. Er sagt, dass man bei der Polizei die Polizeikelle drehen kann auf grün. Und nicht vergessen, BAPO zu abonnieren. Denn jetzt gerade kann man nur Halt, Stopp und so machen. Und man könnte ja per Mausklick quasi das einmal drehen. Ist, glaube ich, eine Sache von einer Viertelstunde, das einzubauen. Dann haben wir noch von Laurenz die Idee. Ich fände es cool,
wenn man die LKW-Firma in das neue LKW-Gebäude machen würde und am Ort der alten LKW-Firma eine Straßenmeisterei machen würde. Und die kann man so Schlaglöcher reparieren kann. Ja, ich würde ADAC und die Straßenmeisterei zusammen machen. Ich weiß, passt nicht so richtig zusammen, aber man könnte ja per XP bei der ADAC die Straßenmeisterei freischalten und dann halt darüber Schlaglöcher dann reparieren. Das waren sehr coole Ideen. Vergesst nicht, mein Merch auszuchecken auf www.bapo.shop und schaut euch gerne noch das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.